Die Batzen passen zu Manach. Aber das ist ja das, was wir nicht wissen sollten. Zu Hablet passen sie eher weniger. Allerdings verweisen sie auch nicht auf Xeran. Insofern. Aber Xeran hat Zugriff. Xeran hat Zugriff auf alles Gold der Welt. Wir sollten uns nicht an der Währung aufhängen. Ich denke auch. Vielleicht gerade deswegen, für die perfekte Täuschung, hätte er doch sicher die richtige Währung gewählt. Wollte er also, dass wir auf Manach aufmerksam werden? Warum nehmen wir uns nicht diese Erhabenen einfach einen nach dem anderen vor? Wenn wir genug Bäume schütteln, wird aus irgendjemandem schon wieder rausfallen. Ihr habt anscheinend nicht verstanden, wie viel Untergebene sie diese Erhabenen jeweils haben. Mutter Yarlan, diese Kriege um die Aburj werden seit über 2000 Jahren geführt. Nun, es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Stadt im Handstreich nehmen. Ein einzelner Turm wird eine Kleinigkeit sein. Vertraut uns, wir haben Erfahrung. Warum fragen wir nicht diesen Paktierer? Ja, das richtige Mittel dazu. Ein Pass Wasser und ein Stuhl? Nein, ich dachte mehr an ein Respondarium. Aber er ist ein Zwergabel. Wartet mal. Ich habe eins. In der Tat, wir haben eins bekommen. Es ist die Frage, ob wir diesen Trank benutzen wollen oder nicht. Nun, selbstverständlich. Nun dann? Es erscheint wie die richtige Gelegenheit. Vielleicht nicht hier. Zu Hause? In der Villa? Dann muss ich aber mit ihm sprechen. Wir bräuchten einen glaubwürdigen Zeugen. Die Hochgeweihte wäre so etwas. Mit Sicherheit, ja. Vielleicht sollten wir auch jetzt schon der Fexkirche Bescheid sagen, damit sie auch einen Zeugen schicken. Wir könnten einen Vertreter schicken, ja. Und dann ziehen wir doch am besten direkt die Zwerge noch hinzu. Ja. Diese Matriarchin, die ist von den Bailunker Bergen aus den Flüchtlingslagern, richtig? Ich glaube, ja. Ja. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich denke, ich habe noch einen Stein bei ihrem Brett wegen, dem Auszug von Lokolosch und so weiter. Soweit ich weiß, sind sie dabei, eine neue Heimat zu errichten. Aber wie gesagt, sie hat auch eine Stadtresidenz, in der sie manchmal anzutreffen ist. Vielleicht haben wir Glück? Gut. Dann lassen wir doch jeweils einen Vertreter von den Brillanzwergen und von der Fexkirche kommen. Wenn ihr besonders grausam sein wollt, dann befragt ihn auf den Stufen der Fexkirche. Wenn er nicht antwortet, tretet ihr ihn hinein. Fängt er an zu bluten, zieht ihn nach kurzer Zeit wieder raus. Ach, das Rechalia? Ja. Eure Hochwürden, selbstverständlich. Allerdings hat diese Art von Paktierer bereits deutlich gemacht, dass diese Art der Befragung nicht sehr effektiv ist. Wir haben da zuverlässigere Mittel. Abgesehen davon müssen wir ihn jetzt komplett durch die Stadt tragen. Und die Gefahr, dass seine Verbündeten ihn dabei aus der Ferne versuchen zu töten, damit er nichts weiter verrät, wäre zu groß. Also bleiben wir hier? Ich denke, das ist, was ich vorschlagen möchte. Wir bleiben hier. Gut, wir schaffen ihn in irgendeinen Kellerraum oder an der Zelle und ihr schafft derweil die beiden verbleibenden Vertreter herbei, ja? Gut, warum nicht? Gut, wenn ihr in einer Stunde nicht wieder da seid, werden wir uns Sorgen machen. Eine Stunde später stehen die Vertreter der Zwerge und die Vertreter der Fexkirche vor euch. Wenn der Bote auch davon berichtet, dass es einen Brief gibt, der unterschrieben ist mit HBCH, werdet ihr tatsächlich auch erkennen können, wie der erhabene Hablet selbst gemeinsam mit zwei anderen Fexgeweihten auftaucht. Eure Erhabenheiten, es ist gut, dass ihr so schnell dem Ruf gefolgt seid und wir danken euch dafür. Wir möchten, dass ihr bei dieser Befragung anwesend seid, damit hinterher keine Zweifel mehr bestehen, was gesagt wurde und was die Wahrheit ist. Gib mir den Brief. Ich schaue jetzt zu Damien an. Ich glaube, ich habe den noch. Sag den ihm. Ich gebe ihm den Brief. Er überfliegt das kurz, schüttelt dann mit dem Kopf. Das ist nicht mal meine Handschrift. Batzen. Wer benutzt denn Batzen? Bornländer. Oder Tob, ja. Manchmal, ja. Nun, wie ihr euch sicherlich denken konntet, habe ich mit Zulamin keinen Pakt geschlossen. Und ihr auch keine 500 Batzen für den
Tod oder für die neue Einsetzung von ihr geboten. Wir haben keinen Zwist mit Reshadia. Dies ist nicht in unserem Interesse. Und ich nehme an. Zeigt mir den Paktierer. Bring dann in die Zelle wohl, vor der wir jetzt gerade alle stehen. Den kenne ich nicht. Nun, das dachten wir uns. Patriarchin, habt ihr vielleicht eine Ahnung, um wen es sich bei diesem Paktierer handelt? Ja, sie runzelt kurz ihre Stirn, schüttelt dann langsam mit dem Kopf. Nein, den kenne ich nicht. Ja, das wäre auch zu einfach gewesen. Gut, wollen wir dann beginnen? Wenn alle bereit sind, wir haben keine Zeit zu verlieren. Na, dann holt er ein kleines Fläschchen irgendwo aus seinem Paket hervor. Vermutlich hat er das zwischendrin noch aus der Villa geholt. Ich glaube nicht, dass ich das den ganzen Tag mit mir rumtrage. Ja. Zwei der Fexgeweihten beginnen dann auch mit einem schriftlichen Protokoll, was sie dann eben mitschreiben, alles das, was jetzt gesagt wird. Im Namen Paras, des heiligen Alboin und der immerwährenden Wahrheit der gleißenden Sonne, werden diese Befragung also eröffnet. Und runter damit. Und lösen ihn das Ding ein. Und wenn er nicht trinken will, wird er halt geschlagen. Aber mir, was genau macht der Trank? Nun, er ist gezwungen, die Wahrheit zu erzählen. Er kann dazu nicht schweigen. Oh, wunderbar. Also, wer hat euch denn hier hingeschickt? Xeran. Persönlich? Schon. Ja. Und warum? Weil er wusste, dass ihr kommt. Und der will uns tot sehen? Natürlich. Uns alle? Wir sind eine große Gefahr. Oh, das ist aber nett. Und warum Zulamin anschwärzen? Zulamin muss irgendwie in Misskredit gebracht werden. Sonst kann sie in Fasan nicht angegriffen werden. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es sind noch mehr von deinen Leuten hier. Nein. Sind noch mehr von Xerans Leuten hier? Den habt ihr gestern bereits umgebracht. Das ist gut. Hat unseren Plan aber nicht vereitelt. Er hatte damit auch nichts zu tun. Sind noch weitere Diener der Heptarchen im Allgemeinen hier, nicht nur von Xeran. Bestimmt, andere, aber wüsste ich nichts von. Andere Paktierer, die ihr kennt? Nein. Keine, die ich kenne. Wisst ihr von Handelsbeziehungen von Menach der Gom nach Xeranien? Natürlich. Er hat diese. Natürlich. Und was kauft er? Ja, verkaufen. Diamanten. Was? Also Diamanten mähen. Warum will Xeran Diamanten? Weil er der höchste Priester von Tas Faralel ist. Ich watsche ihm eine. Ah, und Barbarat Xamanot. Ich dachte, er muss sie. Was heißt das nun wieder? Dass Azariel als Priesterin besser geeignet ist, aber er selbst nennt sich trotzdem Hochprophet. Macht aber nur, um Geld zu verdienen. Was bezieht man nach Tegum auf Xeranien? Nur Gold? Gold gegen Diamanten. Nicht sonst? Nein. Bekommt er echtes Gold oder falsches? Teils, teils. Er kann sich aussuchen, was er haben will. 1:10. Entweder er kann 10 Einheiten blutiges Gold oder Einheit echtes Gold haben. Und glaubst du, dass der Plan, uns zu töten, mit diesem Missgeschick von dir endet? Das kann ich nicht sagen. Zumindest Vermute. Weiß ich, dass die Weißmagierin ihr Handwerk versteht. Von euch weiß ich nichts. Ich hab die Geschichten von euch gehört. Will der Sack uns weiter umbringen? Bestimmt. Warum? Weil er euch fürchtet. Ich bin im Ruhestand. Habt ihr eine Vereinbarung getroffen, um euren Erfolg an Xeran zu melden? Ja, er geht davon aus, dass ich, wenn ich nicht wiederkomme, tot bin.
wenn ich wiederkomme, dass ich erfolgreich war. Aber Xeran ist sowieso gerade nicht gut gelitten. Wohl. Weil Hafax ihn angreift. Solange er den Magdalena Nata kaufen kann für Gold und Diamanten, können wir das Ganze noch zurückziehen und zögern, aber sollten die Magdalena Nata fallen oder von Hafax angeworben werden, haben wir ein Problem. Hat Xeran ein Problem? Mein Problem ist es nicht. Warst du schon mal in seinem Haus? Im Goldenen Haus? Ja. Ich bin der Priester des Reichtums. Was kannst du mir darüber sagen? Über das Haus? Ja. Es ist groß. Hat viel Gold. Wie groß, wie viel Gold? Alles. Man kann es nicht zählen. Teilweise sind die Schatzkammern noch bis tief in die Sphäre von Tasfarel hineinreichend. Und wie viel davon ist wirkliches Gold und wie viel nur, ihr wisst schon, herbeibeschworener Schein? 1 zu 10, er lächelt wieder. Vor allem sind es Schätze. Artefakte. Er ist ein Sammler. Gold mag ihm viel bedeuten, aber Dinge von Wert, die den anderen viel bei Wert messen, sind durchaus wichtiger. Wisst ihr, wo sich der Kelch der Bereine-Kirche befindet? Den hat Xeran. An seiner Person. Das weiß ich nicht. Ich hab den Krug mal gesehen. Da lag er im Goldenen Haus. Was der ist der Heiligen Lindegard. Was ist der beste Weg nach Xeranien? Der unauffälligste. Und Kunchaum? Einschiffen. Oder von Alanfa aus. Die Alanfaner haben auch gute Beziehungen. Vor allem das Haus Pasca Florios. Wie viel müsste man der buckligen Mistkröte bezahlen, damit sie einen endlichen Frieden lässt? Auf euren Kopf sind 800 Dukaten geboten. Das geht ja noch. Ja, ich wollte gerade sagen. Also sicherlich mehr. Aber vor allem du schuldest ihm wohl noch ein Schiff. Eine Zedracke. Gott, jetzt geht das schon. Was? Du hast ihm eine Zedracke geklaut, sagt er. Und den Splitter. Jetzt und geht eine Dämonenleiche. Ja, aber ich weiß nicht, wenn er doch der höchste Marktierer von dem Gegenspieler von Fex ist, dann ist er doch selbst schuld, wenn er sich beklauen lässt. Ich denke nicht, stimmt, dass er das so sieht. Also. Deine Witze sind gut, Bartax. Ja, nicht so ungut, aber du weißt schon, was du getan hast und dass du, naja, jetzt im Feuer gereinigt wirst. Aber immerhin hast du ehrlich gesprochen, dank des Respondariums, also. Weil ich keine Wahl hatte, genau. Sonst würde ich euch voll lügen. Ja, dumm gelaufen. Also, und jetzt. Ich würde gerne sagen, Praios belohnt auch ungewollte Ehrlichkeit, aber ich denke, für euch ist es zu spät, was das angeht. Ihr könnt mich übrigens nicht töten. Weil? Weil ich unverletzlich bin. Vierter Kreis. Ja, das meinst ja, du. Das habe ich ja schon bemerkt. Wo ist denn nochmal dein Bein? Ich hänge ihm einfach ganz beiläufig mein Praios Amulett um den Hals. Und dann macht ihr das hier sicherlich auch nichts. Er guckt runter, schüttelt beim Kopf. Tut nicht weh. Abwarten. Ihr müsst meine goldene Hand zerstören, sonst wird das nichts. Daran bin ich gebunden. Ja, das bekommen wir ja hin. Ich schaue auf seine Hände. Ist einer davon wirklich golden? Ja. Okay. Ja, dann erinnert sich das an irgendetwas. Als Maul. Außerdem finde ich es überhaupt nicht gut, dass ich das gerade gesagt habe. Ja, was? Das kann ich nachvollziehen. Aber das ist halt mein einzigartiger Charme. Ich hau ihm auf den Hinterkopf, du musst lachen, wenn Boltax einen Witz macht. Ach, das war ein Witz, okay. Oh, also. Wahrscheinlich werdet ihr wieder mal erfolgreich sein, wenn ihr nach Xeranien wollt. Gerade wenn du mit deinem goldenen Arm rumläufst, werden dich alle für einen, weiß ich nicht, Paktiere halten. Andererseits nehme ich wohl mal an, dass mein Gesicht mittlerweile an jeder Häuserecke an einem Steckbrief klebt. Dann solltest du dein Gesicht verändern lassen. Ja. Ich denke also an Schläge von Rafim und das Gesicht wäre ganz neu arrangiert. Ja. Aber ja, Steckbriefe gibt es von euch allen. Wie viel ist denn auf dem Rest von Runes ausgesetzt? Was? Nochmal. Wie viel? Auf deinen Kopf nur 600. Den von ihm 800. Schon länger dabei.
Ja, dann. Ich tätschel auf ihm wenig, keine Sorge, da kommen wir noch hin. Ich reiß ihm die Arme ab, dieser miesen, geizigen Kröte. 600 Dukaten, also wirklich. Ja, schon viel Geld. Seran ist ein unglaublich geiziger Mensch, dass er allein so viel Geld für euch bezahlen will, soll schon einige Leistung sein. Was noch nicht, also sein Boot wieder wollte, hat er uns 1000 geboten. Ja, aber das war wohl kein richtiges Gold. Natürlich. Ich blicke mal in die Runde. Hat noch jemand Fragen? Ich habe noch eine Frage. War die Intrige gegen Sulamin dein einziges Ziel hier in der Stadt? Naja, zusammen mit der Intrige hätte man sicherlich auch euch irgendwie mit Giftanschlägen hochnehmen können. Das kostet nicht viel. Mit 5 Silbern kriegt man hier alles in der Stadt. Ist dir bekannt, dass Xeran in Kunshurm Vertraute hat? Nicht, dass ich wüsste. Kann aber durchaus sein. Wo seid ihr gegenwärtig untergebracht und wer wickelt den Handel hier vor Ort ab? Ich bin der Priester des Reichtums. Ja, das heißt, ich bezahle. Aber ihr seid nicht die ganze Zeit hier. Wer ist euer... Doch. Aber wie habt ihr dann direkt von Xeran einen Befehl erhalten? Über Magie? Er ist der Artefaktmagier. Ach so, das sollte ich euch vielleicht auch noch sagen, aber wenn ihr danach nicht fragt, dann lasse ich das lieber. Sprich. Was für Art. Du kannst ihm nicht einfach Sprich sagen. Sag, was du sagst. Sag, was du uns sagen wolltest. Ah, verdammt. ich würde gern schweigen, aber das kann ich nicht. Also, er hat aktuell wenig Astralkraft. Das wenige, was er noch hat, benutzt er gegen Hafax und der Rest steckt in seinen Artefakten. Das ist das Gefährlichste an ihm. Er ist ein alter Mann. Verlässt er sein goldenes Haus? Jetzt im Krieg ja, sonst nicht. Kannst du das über... Wie hießen? Erinnert dich an Xerans Agenten? Ihr wisst schon, diese... Wie hießen die? Dazu will ich nichts sagen. Dieser Dämon. Jakmonit, das war's. Erzähl uns mehr darüber. Über diese unbesiegbare Legion. Die unbesiegbare Legion von Jakmonit? Kinder, die er geraubt hat. Zans, die darin eingearbeitet worden sind, sie sind unbesiegbar. Deswegen heißen sie unbesiegbare Legion von Jakmonit. Und wie viele davon gibt es? Und die Antwort wird mir nicht gefallen. Wie besiegt man sie? Weiß nicht, wie viele noch übrig sind. So unbesiegbar sind sie nämlich eigentlich gar nicht. Ich gucke kurz die anderen an, tipp mir gegen die Stirn. Seht ihr? Ja, wie werden wir sie los? Richtig, auf welche Arten wurden sie schon besiegt? Ich war nie dabei, als das passierte. Er hatte mal 53 Kinder geraubt, bin ich der Meinung. Ich glaube, jetzt sind es noch 40. So 40 Stück, also 40 Zans, 40 Krieger, die wieder voll regenerieren. Auch wenn man sie umgebracht hat. Oder den Kopf abgeschnitten hat. Ich hätte da eine Idee, wir schmeißen sie alle einfach in den Schlund. Das würde sicherlich helfen. Ja, wenn der Schlund doch nur transportabel wären. Das Problem ist, dass sie sich wehren, Voltax. Wenn Xeran nicht dabei ist, wie werden sie befehligt? Xeran ist immer dabei. Sie werden nur von ihm kommandiert. Er ist also immer in der Nähe, wenn sie im Einsatz sind? Wenn sie im Einsatz sind, befiehlt er ihn. Wie nah? Beliebig nah. Dann wie nah muss er an ihnen sein? Hörreichweite. Gut zu wissen. Ich bin zwar Bomberadianer und Paktiere, aber ich kenne mich nicht mit sowas wie Chimären aus oder Daimoniden. Davon verstehe ich nichts. Es sind also Chimären oder Daimoniden. Das hilft uns schon mal weiter. Na, das wussten wir schon. Aber wir versuchen auch gerade etwas aus ihm herauszukitzeln. Die Kinder wurden aus Rutor geraubt. Sterben sie gegen Hafax? Sterben können sie nicht. Es sei denn, er hat Kriegsmagier. Aber Hafax ist nicht zögerlich. Auch nicht vorsichtig, aber er plant. Er weiß, dass er gegen die unbesiegbare Legion und gegen die Magdalenata nichts ausrichten kann. Vor allem nicht, wenn er Mendena noch einnehmen muss, gegen eine harte Mauer. Er hat das Umland eingenommen. Aber ich glaube, Xeran hat mittlerweile eingesehen, dass er es nicht schafft.
Deswegen hat er wohl gleich einen anderen Plan. Den hat er uns aber nie erzählt. Ich glaube aber, dass er sich nach Norden orientiert. Also diese Region, die Jagdmonita, die handeln nicht selbstständig, sondern sind nur befehlsgebunden auf Xeran. Habe ich das richtig verstanden? Ja, stell es dir vor wie Dämonensoldaten. Sie müssen nicht essen, nicht trinken, nicht schlafen. Sie sind nur zum Töten da. Aber trotz ihrer eingearbeiteten zantischen Natur sind sie nicht von selbst aggressiv, sondern sie agieren nur auf Befehl. Oder könnte man sie auch durch gezielte Provokation herauslocken und dann umgehen? Davon verstehe ich nichts. Was bist du denn für ein Paktierer? Einer, der nicht mit Dämoniten zu tun hat. Ich habe mit Amazwort nicht paktiert, kann ich nicht so sagen. Ich warne schon wieder. Ah. Was glaubt ihr, ist ihre größte Schwäche? Magie? Oder göttliches Wirken? Wahrscheinlich göttliches Wirken. Er guckt aber wieder auf das Preis-Amulett, was so um seinen Hals hängt. Ja, so also langsam bin ich ein wenig nervös, weil es wirklich nichts an ihm macht. Wie viele Tage denkst du, dauert's noch, bis Xeran weiß, dass dein Anschlag ein Fehlschlag war? Also, vermutlich in einem Monat. Wir könnten ihn einen Brief schreiben lassen. Einen Teilerfolg melden. Ich denke, es wäre unrealistisch zu melden, dass wir alle tot wären. Aber vielleicht lässt er sich täuschen, wenigstens eine Weile. Wenn du einen Brief an Xeran schreibst, wie gehst du das an? Gibt es Verschlüsselung? Gibt es spezielle Codeformeln? Gibt es eine spezielle Art von Handschrift, die du einnimmst? Gibt es einen speziellen Boten, den du benutzt? Gibt es ein spezielles Papier? Verwendest du unsichtbare Tinte? Unsichtbare Tinte, aber kein spezielles Papier. Das, was gerade da ist. Und dann Annuncio Volo. Du verschlüsselst es? Nein. Du schreibst einfach so einen Brief, den du an dieser... Aber mir, das ist so ein Botenzauber, nicht wahr? Wie die Isela damals verwendet hat, ja. Die Schrift ist unsichtbar. Ja. Nun, hast du die Tinte bei dir? Ja, in meinem Zimmer. Kann Xeran deine Handschrift erkennen? Weiß ich nicht, ob er darauf achtet. Dazu kann ich nichts sagen. Wenn wir dich einen Brief schreiben lassen würden, würdest du ihn warnen? Wenn ihr mich freilasst, selbstverständlich. Scheiße, warum sag ich das? Also, ich glaube, selbst wenn er den Brief schreibt, würde er ihn so schreiben, dass Xeran merkt, dass etwas nicht stimmt. Nehmen wir einmal an, dein Hinterhalt wäre aufgegangen, man hätte Zudamin dieses Giftmordes beschuldigt und wir wären allesamt aus der Stadt getürmt. Was würdest du dann an Xeran schreiben? Und zwar im Wortlaut. Das müsste ich mir dann ausdenken, wenn es soweit ist. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Nun, es ist soweit. Denk nach. Mission teilweise erfolgreich. Und dann hätte ich aufgeschrieben, welche Namen noch fehlen. Kurz und knapp, er hat keine Zeit. Zeit ist Geld. Und jetzt, alter Mann. Wo ist dein Zimmer noch gleich? Ich habe eins im Teehaus von Keshal Asisiel. Warten dort noch weitere deiner Kompagnons auf dich, oder? Nein. Seid ihr die Letzten? Alles, was ich brauche, regle ich mit Geld. Für 5 Silber kriegst du ja alles. Warten dort orange Fallen auf uns? Ihr könnt meinen Rucksack nicht anfassen. Weil? Weil er uninteressant ist für euch. Ah. Warum können wir deinen Rucksack... Ist dein Rucksack verzaubert? Ja. Mit er liegt auf Zauber? Dem Boden. Gemeinsam mit dem ganzen Geld, aber er ist einfach uninteressant. Und wie brechen wir diesen Zauber? Keine Ahnung. Hab den Zauber nicht gewirkt. Wer hat ihn gewirkt? Xeran. Ja, persönlich. Ja. Hast du nicht so Zauber? Abbruch?
Ein Einfluss bannen sollte die Wirkung tun. Und er kann auch einfach das ganze Zimmer mit Bandstaub auskleiden. Das meinte ich. Weißt du, ob Zeran dich irgendwie überwacht? Nein. Ich bin der Priester des Reichtums im vierten Kreis. Er vertraut mir, soweit man mir für Geld vertrauen kann. Ey, gib mir genug Geld und ich steche Xeran ab. Wir sollten vielleicht eine Alraune verbrennen. Wollt ihr das machen? Nein, denn wir trauen dir nicht. 2000 Dukaten, ich tue es. Das ist überraschend günstig. Unter der Annahme, wir geben dir jetzt 2000 Dukaten und sagen, geh und stech Xeran ab. Was genau wirst du dann tun? Ich gehe nach Mendena und suche ihn und steche ihn dann ab. So wie ihr es wollt, ist mir egal. Und du wirst auch für 1700. Und du wirst ihn garantiert nicht vorher warnen. Dann müssen wir mehr Geld für geben. Ich wollte gerade sagen, es kostet extra. Natürlich kostet das extra. Ich bin der Priester des Reichtums, ich tue nichts umsonst. Er streicht sich durch... Kann er sich durch den Bart streichen? Warum nicht? Ja, er streicht sich durch sein Bart und Silber rieselt raus. Nun, natürlich werden wir es nicht tun. Da gebe ich einen Blick auf die beiden wechsgeweihten Schreiber. Die vermutlich gerade schon ein bisschen besorgt gucken. Ja, einer hat so ein bisschen die Augenbraue hochgezogen und guckt zu euch rüber. Ja, dann nur lass die Tiefe sein. Ihr könnt so ein bisschen den mondsalbernen Visier so flüstern hören. Die besprechen da wohl irgendwas, reden über euch.